Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Verdoppelsal! Wir sind in Raccoon City angekommen. Hotel, 5 Sterne Hotel Resort. Aha. Ich weiß aber nicht wohin. Da werde ich ein bisschen chillen. Okay, der Satellit steht ja noch. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Warte mal. So. Was ist das für ein Riesengebäude? Die Tür ist fest verschlossen. Natürlich jetzt doof. Das scheint ein Dojo zu sein. Das ist ein 4 Abzeichen, das Hauptdojo. Ja, gut. Dann müssen wir der Pokémon auch überlevelt sein. Gehen wir mal nach Westen. Kommen wir hier durch? Nein, wir kommen hier nicht durch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So, das sieht doch schon mal gut aus. Alles klar, gute 3. Ach, hier waren wir doch schon, ne? Ja, ich möchte surfen. Chillock! Ne, nach unten zu. Kann ich nicht, na gut. Tentacha! Level 33. Oh, scheiße. Ja, da fehlen mir noch ein paar Level. Oh, Taboga ist tot. Das ist natürlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Scheiß auf die Initiative. Laubklinge, Junge. Und das ist natürlich nicht sehr effektiv, weil Tentacha ja Giftwasser ist. Was ich sehr scheiße finde. Eine dumme Kombination. Okay. Um sicher zu gehen, gehen wir trotzdem noch mal kurz zurück ins Pokémon Center. Ich meine, so ein Schlagopfer, also so Kanonenfutter kann man ja immer mal gebrauchen. Und ich glaube nicht, dass mir Taboga das verübeln wird, wenn ich es wirklich so im Moment noch, so benutze. Da-da-dam, dam-dam. Da-da-da-da-dam-dam-dam-da. Bla bla bla, ja gut. Wir wollen weiter. So. Jetzt aber. Taboga Level 24. Das ist natürlich schon mal gut. Dann können wir ja schon mal wechseln. Ja, keine Sorge. Boilin wird nachher ausgewechselt, wenn mein... Ist das ein Trainer? Ja, ist ein Trainer. Scheiße. So wie meine Vögel zu mir zurückfliegen, so fliegt auch dieses Mal wieder der Sieg zu mir. Ja, klar. Porenta. 36. Gut. Der hat Flug-Pokémon, das heißt, ich werde schon mal nicht mit Grivaldro kämpfen können. Das heißt, Boilin wird erstmal rausgehen. Und sich erstmal ein paar Prügel. Ein bisschen Prügel abholen. Das wird aber nicht zu sehr wehtun, denn wir sind mit Surfer groß dabei. Ich denke, das sollte Porenta unter Druck setzen. Ja. Geht. Abschlag. Er will mir unbedingt mein Item abschlagen. Das möchte ich aber nicht. Habe ich überhaupt ein Item mit Boilin an? Da, 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 da. Jetzt wechseln wir wieder auf Schillock zurück. Denn das ist alles gefundene EP, denn die Pokémon von den Gegnern sind hoffentlich sehr schwach. 38, nix. Solange das Vieh kein Bohrschnabel kann und mich nicht trifft, ist alles gut. Das Boilini Tank Machine eigentlich gut dabei. Ja, natürlich. 10 pro Hit, 11. 11. 11, ja, genau. Fick dich, Ibitak, du bist ein ganz schönes Arschloch. Sehr hartnäckig. Mittlerweile ist Ibitak auch stärker als Tauboss, was ich sehr, ja. Boah, Simmer Move failed. Oh. Was ich sehr unschön finde, weil Tauboss ist eigentlich so das Flug-Pokémon, ja. Es ist einfach das Flug-Pokémon, ja. Was Besseres gibt's gar nicht, finde ich. Weil schon alleine, dass es mit
ein Pokédex-Beispiel festes. Damit hängt ein Peter immer in den Ohren. Ja, im Pokédex steht, es fliegt mit Überschallgeschwindigkeit. Normalerweise müsste es denn, Peter hat in dem Sinne auch recht, unfassbar schnell sein. Also eine hohe Initiative. Ich glaube, Initiative ist es gerade mal so ein Mittelmaß. Da kann ich sie nicht so nachvollziehen. Ne? Da fehlt mir so ein bisschen so, hä? Wieso das denn? Aber Taubos, na gut, vielleicht ist es auch Ansichtssache, weil ich mit Rot und Blau aufgewachsen bin und da eben Tauboga bzw. Taubos das Flug-Pokémon halt in dem Sinne schlechthin war, ja. Für mich gab es kein Ibitak, für mich gab es kein Porenta, für mich gab es nur Taubos. Ich muss aufpassen, dass mir mein Bujili nicht abkratzt. Ja, oder dass eben sowas passiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unschön. Na gut, Verfolgung. Willst du einmal durchwechseln oder was ist hier los? Okay, keine unnötigen Wechsel mehr auf Bojelin. Taubos. Ja, da habe ich doch gar kein Problem mit, mein X-Bad einzuwechseln. Oh ja, Taubos. Guck mal, selbst X-Bad ist schneller als Taubos. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Na gut, in diesem Sinne, jetzt ist es ja ein bisschen zum Vorteil für mich, aber trotzdem. Ich glaube, Taubos hat aber noch einen hohen Angriff, oder? Naja, ansonsten anscheinend nicht so. Jetzt will es Ruckzuckieb machen. Oder Aeroass. Ich glaube sogar, Aeroass wurde eingeführt, damit Taubos wenigstens nochmal eine Chance hat, ein bisschen schneller zu sein. Oder wenigstens nochmal vor dem Gegner anzugreifen. Weil teilweise ist es wirklich langsam geworden. Gut, ich habe jetzt nur bis auf 4 gespielt. Ich habe Diamant nicht mal durch. Ich will das eigentlich ehrlich gesagt gar nicht durchspielen, weil das... Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das Spiel einfach zu schlecht. Ja, das verdient gar nicht von mir durch. Ja, damit will ich mich jetzt nicht irgendwie hier vorheben, so, oh, ich spiele nur Spiele, die auch wirklich gut sind. Nein, mir gefällt es einfach nicht, wie das Spiel dynamisch aufgebaut ist mit den ganzen Pokémon und der ganzen Story. Ich finde, das passt für mich einfach nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da nicht meine eigene Meinung zugeben darf, dann habe ich doch keinen Bock drauf. Was heißt meine eigene Meinung? Ja, ich meine, wieso leckt das jetzt so viel? Also? Ich meine, oh, Nidorino. Boah, hab ich einen Mondstein? Nidoking wäre natürlich super geil, wa? Mal kurz gucken, das ist Gift, ne? Weil ich weiß nicht, Diamant gefällt mir einfach nicht. Weil da schon so viel an den Status, Statuswerten dran rumgefummelt wurde, meiner Meinung nach. Früher war es ja einfach so, ja, man hat ein bisschen trainiert und dann konnte man alles wegficken. Heutzutage muss man ja auf die Attribute und alles gucken. Und das ist mir zu stressig. Warum kann man Pokémon nicht einfach lassen? Ja, einfach unkompliziert. Nein, man muss auf sein Wesen achten, auf seine Angriffe, auf seine Proc-Chance, auf seine Items. Also zu meiner Zeit war Pokémon noch leicht. Na gut, was heißt leicht, aber eben verständnisvoll. Das verkompliziert sich jetzt ja mit der Zeit. Und danach, also ich habe da keine Lust, dann mich drauf einzustimmen und mir das immer wieder anzugucken. Oder zu verfolgen. So, die Nidorino haben wir gefangen. Nein, ich möchte Nidorino keinen Namen geben. So, haben wir einen Mondstein irgendwie dabei? Ich bin der Meinung, wir haben einen. Geil, geil, geil. Na toll, wir haben natürlich keinen Zerschneider, ne? Das ist natürlich sehr toll. Okay, wer könnte Zerschneider lernen, der das auch noch so ein bisschen vertragen könnte? Ja, Gewaltruhe, das kannst du natürlich voll knicken. Haben wir noch Schutz dabei? Weil ich muss ja erstmal zurück wieder. Was sehr toll ist. Oh, Wingull.
Heute ist aber auch ein ereignisreicher Samstag, muss ich ganz ehrlich gestehen. Heute kam Zelda The Wind Waker, Kingdom Hearts, was irgendwie Probleme hat wegen den Musikrechten. Ich hoffe, das ist soweit alles geklärt. Da war ja irgendwas wegen irgendwelcher Musik. Ich habe das entfernen lassen per YouTube. Also das, was eben da, wo jemand dran rumgemäkelt hat. Ich sag mal so, ich hoffe, das geht jetzt. Ich hoffe, da ist nichts Gravierendes weg. Ansonsten wäre ich ganz glücklich, wenn man mir Bescheid sagen würde, damit ich mir das mal anhören kann. Und dann entscheide ich, ob ich das oben lasse oder nicht. Und ja. Wir müssen jetzt mal zurück zum Pokémon Center und uns ein Pokémon holen. Und das ist der schneller. Aber hier kommen mir auch Taubobas entgegen. Das ist natürlich sehr toll. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Und im Anschluss kommt hier auch gleich noch, ich wurde getaggt, also, voller Samstag und ich weiß nicht, warum es laggt auf einmal, Alter. Seit wir aus der Phantomwelt raus sind. Merkt ihr das? Das kann doch nicht angehen, irgendwas stimmt da nicht. Na egal. Hilfeschuss lässt nach, ja, ist in Ordnung. Weil die Musik hängt nicht, gar nichts, ne, aber das Spiel, das laggt irgendwie. Wobei, ich kann mir das nicht erklären. Ich habe nichts auf. Ja, hoffentlich sehen wir uns wieder. Blablabla. Welches Pokémon lieg ich denn ab? Was kann Nidorino denn? Sollte ich Nidorino mal mitnehmen? Könnte ich ja mal machen, gell? Box 40? Wieso haben wir denn so viele Boxen? Ja, ich will gucken, ob ich da irgendwas finde. Vielleicht finde ich ja ein Pokémon oder so, das mir entgangen ist. Na, na, la, 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 la. Weil ich weiß ganz genau, dass mein liebes Nidorino schneller lernen kann. Ich habe es einfach mal so gesagt, ich hoffe, es kann es das auch, weil sonst wäre es ein bisschen scheiße. Ja, guck mal, kann's. Nidorino kann das verkraften. Ist ja auch keine dauerhafte Lösung, nur jetzt erstmal. Richterhand weg. Ich spiele nicht mit Status-Updates. Status-Verbesserungen. Soweit kommt mir gar nicht in die Tüte. Aber ich hätte ganz gern ein Motherfucking Nidoking, ja. Da, da, da. Okay, doch nicht. Wow. Naja, gut. Es hat 100 Leben. Habe ich gerade noch im Augenblick gesehen. Boah, ich schaffe schon wieder nichts. Es ist schon eine Viertelstunde jetzt. Boah, ey. Ich kriege hier nichts auf die Reihe. Kann ja angehen. Kann Nidoking Surfer lernen? Boah, geil. Furienschlag kann mich mal am Arsch. Aber Nidoking, ich muss mal ganz ehrlich sagen, Nidoking ist ja so ein Pokémon, das lebt ja im Endeffekt von TMs und VMs, ne? So richtig harte Attacken lernt es gar nicht. Ich glaube, Erdbeben lernt das auch gar nicht, ne?
Das wäre natürlich ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt lag das schon wieder. Scheiß mal die Wand an. So, wenigstens sind wir hier schon mal durchgekommen. Ach, freue ich mich, wenn ich meinen Turtok habe. Hoffentlich finde ich auch noch irgendwo einen Glimmander. Weiß jemand, wo ich meinen Glimmander finde? Das will ich jetzt auch gern wissen. Glimmander und Bisasam hätte ich ganz gerne. Na gut, Bisasam ist optional, aber Glimmander muss ich haben. Das wisst ihr, dass ich das haben muss. Weil sonst raste ich aus. Los, Trainer, lass uns kämpfen. Oh, Scheiße. Und ich dachte, sie gibt mir irgendwas. 3 Pokémon. Shinox. Ja, da ist Shilock natürlich jetzt ein Betenkack jetzt angeschissen da oben, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Dann wechseln wir mal lieber auf Gewaltro. Oh, Gewaltro, ja, komm, Gewaltro. Level 37. Genau deswegen. Hat mein Gewaltro eigentlich Egelsamen gelernt? Denn das hätte ich ganz gern behalten. Das ist eigentlich ganz hilfreich, Egelsamen. Das ist eigentlich sehr. Also, ich habe gemerkt, dass es sehr hilfreich sein kann. Ja. Es muss nicht, es kann, aber. Aber eben auch auf dem Grund, durch mein Kuribu, wie ich mich halt eben durch diesen Endboss da geschleppt habe, der Pokémon Level 43 hatte. Das ist Endboss, aber eben durch diesen Typen, ja, mit seinen Knochen-Pokémon da, habe ich gemerkt, was es nachher ausmacht, wenn der Gegner wirklich paralysiert und eben eingesamt wurde. Ja, ich habe eingesamt gesagt, ohne zu lachen. Hört, hört. Guck mal, Level 20. So geht das doch schnell. Schnell. Maschinell. Und dann so kriegen wir ruckzuck ein Turtok und ein Tauboss. Dauert zwar ein bisschen. So kriegen wir ruckzuck. Dauert zwar ein bisschen, aber. Wieder so ein Widerspruch an sich. Na toll. Nein, ich meine. So geht das. Also, so geht das recht gut. Also, die Erfahrung, na, kann man nicht mökeln. Man kriegt hier genug. Ja. Aua, das könnte jetzt ein bisschen. Das könnte jetzt ein bisschen knappi werden. Nein, meine Verteidigung soll nicht fallen. Das soll eher passieren. Ach, schade. Oh ja. So, erstmal mein. Ich habe nicht mehr so viele Supertränke. Das ist nicht so schön. Warte mal, das sind 40. Da kann ich 2 Tränke benutzen. Anstatt dass ich jetzt einen Supertrank verbrate, nehme ich lieber 2 normale Tränke. Blutzuck! Oh! Ist das süß! Aber leider wird aus diesem Blutzuck ein Omod und das ist nicht cool. Omod ist eher so. Ja. Naja. So das Gegenteil von Smeppo, ja. Und da ich Smeppo mag, mag ich Omod nicht so. Völliger Logik, oder? Danke, ich weiß. Ich bin total tiefgründig, oh ja. So, Shilokin, zeig mal, was du kannst. Denn wir wollen zu diesem Sinnelbaum. Nachdem uns ein Wingull angefallen hat. Oh, Level 22, das schaffe ich auch so. Das schaffe ich auch mit meinem Shilock. Das schaffe ich locker mit meinem Shilock. Biss! Fick dich. Ich treffe dich trotzdem. Biss! Aua. Komm, Shilock. Du bist meine Tankmaschine, ja? Oh, Critical Hit. In your face. So, zack. Ja, ich möchte eine Sinnelbeere pflücken. So. Das Schöne ist, die Sinnelbeeren wachsen hier voll nach. Ey, ist voll genial. Also die Idee war. Kann sich sehen lassen. Aber ist natürlich auch in dem Sinn, dem Fall jetzt auch ein bisschen unrealistisch, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, aber naja.
Oh, Level 28, es könnte ein bisschen knapp werden. Das lasse ich mal lieber meinen Toboga regeln, ne? Komm, Toboga, das schaffst du. Das ist kein Problem. Nein, Superschall. Das will ich nicht. Egal, komm, dann machen wir X-Bad rein. Ach, ja, mach du mal eine Akku-Karre, kriegst mal ein bisschen ins Gesicht. Pokémon, bis ins Gesicht. Okay, der war schlecht. Ja, Schillock Level 21, das geht doch. Ich sag doch, ruckzuck geht das hier. Hyperheiler. So, und warum lässt du mich da jetzt nicht durch? Hallo Trainer, willkommen beim Pokémon-Gehege. Wie kann ich dir behilflich sein? Pokémon-Gehege? Das Pokémon-Gehege ist ein abgesperrter Bereich, um den Bestand von einigen Pokémon zu sichern. Da aber mit der Zeit sich die Pokémon vermehren, reicht der Platz im Gehege nicht mehr für alle Pokémon aus. Außerdem wollen die Pokémon im Gehege nicht mehr in die freie Natur, weil sie leider im Gehege ihre wilde Ader verloren haben. Darum dürfen Trainer für eine Bezahlung das Gehege für 30 Sekunden betreten. Die Kampfzeit wird nicht mitgerechnet. Kämpfe gegen die Pokémon, damit sie nicht ganz ihre wilde Ader verlieren. Oder fange sie, damit sie bei dir gut aufgehoben sind. Für wie viel? Tausend! Die Vögel werden ein Schicksal besiegeln. Deine Mutter wird mein Schicksal besiegeln. Besiegeln. Okay, was schickst du mir entgegen? Ein Ibitak. Natürlich. Oh, das war vielleicht ein... Obwohl. Ja, Boilin hätte jetzt schon ein bisschen mehr eingesteckt. Ja, ich habe Ibitak verwirren, weil ich weiß, dass ich mit X-Bad ihn nicht mit einem Hit umhauen werde. Und um Schaden ein bisschen vorzubeugen, machen wir es einfach mal so. Klappt ja eigentlich auch ganz gut. Töte dich selber, töte dich selber, töte dich selber, töte dich selber, töte dich selber. Ja! Noch ein Ibitak, ja. Komm, ich brauche die EP. Wenn wir schon dabei sind. Vielleicht kriegen wir 1700 oder was von dem. Und dann können wir mal ins gehe ich mal ins Pokémon-Gehege. Beziehungsweise werde ein bisschen mogeln. Ja. Und mich da vorhin stellen, speichern und dann mal gucken. Ich muss mir eh erstmal ansehen, was da für Pokémon sind. Daher. Außerdem ist die halbe Stunde auch gleich schon vorbei. Nichts geschafft, ne? Gar nichts, ey. Stirb, 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 stirb. Ja! Klappt doch super heute mit der Verwirrung, also. Das kommt ganz gut an, ne? Das ist super. Bam 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 bam. Ja, komm, wechseln wir mal Boilin ein. Ah, fick dich. Boah. Ja, das hat aber nicht so wirklich was gebracht, ne? Dein Downreigen. Also, du hast trotzdem richtig eingesteckt. Tauboga, das ist natürlich nicht so Premium. Na, weg mit dir, sag ich nur. Und, was hast du als letztes? Ein Wingull. Hoffentlich ein bisschen underleveled.
So, 22, dann könnte ich es auch mit Schillock umlegen. Plattrollen. Hm, 37. Sag mal, lernt Wingull eigentlich auch irgendwie eine Flugattacke wirklich? Ja, Flügelschlag, alles klar. Hat sich erledigt. Egal, ich mach's trotzdem kaputt. Was habe ich gesagt? Mit Ansage, Junge, mit Ansage, ja. Sieht auch nicht jeder. So, gut gekämpft. 1665. Wie viel haben wir jetzt? Komm schon, ein bisschen müssen wir jetzt was. 5000 müssen wir jetzt wohl. 304 uns. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Ach, guck mal einer an. Hier finden wir auch Torbogas. Level 26. Girl, die kann man super trainieren. Ja, mach du mal einen Sandwirbel, habe ich kein Problem mehr. Surfer Schillock! Aua. Und weg mit dir. Wie viel P krieg ich? 490. Immerhin. Ja, ich bin überlegt, machen wir den. Ne, den Angler machen wir nicht mehr heute. Gut, das war's wieder mit Pokémon Phantom Crystal. Ich werde hier noch ein bisschen rumdümpeln. Auch mal ins Pokémon-Gehege gehen gleich, wenn ich den Angler da fertig gemacht habe. Das mache ich aber auf Screen. Ich hoffe, es gefallen. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao.